45. Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga, das Duell der Eisbären Berlin gegen die Grizzlies Wolfsburg. Die Eisbären zuletzt mit Auswärtssieg in Köln. Die Grizzlies in der Krise, 4 Niederlagen in Folge für das Team von Pavel Groß. Spielbeginn, Berlin in Blau mit der ersten guten Möglichkeit im Powerplay. Mickey Dupont an den Außenpfosten. Wolfsburg nimmt im ersten Drittel sehr viele Strafzeiten und Berlin nutzt das dann irgendwann aus. Jamie McQueen mit der Führung für die Eisbären in der 16. Spielminute. Perfekt getroffen, dieser Schuss schlägt genau im langen Eck ein. Felix Brückmann hier sieht den Puck spät und hat keine Chance. Das auch der Stand nach den ersten 20 Minuten. Der dritte gegen den vierten, aber Wolfsburg kämpft ja mittlerweile gegen Platz 12. So eng wird in der DEL gespielt. Im zweiten Drittel wenig Action von beiden Seiten. Jonas Müller hier mit der besten Chance für die Eisbären. Und dann Wolfsburg mal mit einem gefährlichen Konter. Alex Weiß, aber er prüft fast nur ein einziges Mal den fast komplett beschäftigungslosen Petri Vehanen, der nur 5 Torschüsse im zweiten Drittel auf sein Tor abbekommt. Pavel Groß in seinem 500. Spiel als DEL-Coach. Seine Mannschaft musste jetzt im Schlussabschnitt kommen. Es dauerte lange, aber Wolfsburg kam tatsächlich. Pfostenschuss von Steven Dixon. Düsseldorf gegen Schraubing, 3:3, Augsburg. Und in den letzten Minuten nahm diese Partie dann unglaublich Fahrt auf. Die Eisbären hier mit der Chance fast schon vorbei. Doch plötzlich Puck im Tor. 53. Spielminute. Der Konter gut ausgespielt, aber nicht gut abgeschlossen. Dafür gab es Hilfe von Jeremy Dena hier. Und dann Louis-Marc Aubry, der mit dem Schaft den Puck an Brückmann vorbeibringt zum 2:0. Wolfsburg mühte sich dann offensiv, bekam aber nicht wirklich was zustande. Pavel Groß nahm fast 4 Minuten vor Ende der Partie den Torhüter hinaus. Dann Danny Richmond mit dem Lupfer zur Befreiung. Und der Puck landet mit unglaublichen 12 km/h im Tor. Das 3:0, 2:48 vor dem Ende. Da sollte doch eigentlich nichts mehr anbrennen. Aber der Blick von Richmond verrät, da ist doch was los. Und tatsächlich, es gab im direkten Gegenzug Penalty für Wolfsburg. Steven Dixon gegen Petri Vehanen. 12 Sekunden nach dem 3:0 plötzlich Wolfsburg auf der Anzeigetafel. Steven Dixons erstes Tor nach 24 erfolglosen Partien. Und plötzlich war Wolfsburg da. Hatte Feuer, hatte Power und hatte Schussglück. Kamil Krebs. Das 2:3 und da waren noch mehr als 90 Sekunden zu spielen. 13. Saisontor Kamil Krebs, weil Fauser hier vor Vehanen gut arbeitet und Berlins Goalie die Sicht nimmt. Und dann wurde die Dramatik perfekt. Ausgleich. Wolfsburg 75 Sekunden vor dem Ende. Dachten erst alle. Aber die Refs zogen sich zur Beratung zurück. Ein langer Videobeweis folgte und die Auflösung hier. Fauser berührt hier Petri Vehanen. Der kann damit nicht mehr eingreifen. Und hier zu sehen, die Schlittschuhe des Torhüters sind im Kreis. Fauser vermeidet den Kontakt nicht. Deshalb das Tor von den Refs zu Recht nicht anerkannt. Wolfsburgs Aufholjagd kam spät, sie kam zu spät. Und alles Aufregen half nichts. Wolfsburg verliert zum 5. Mal in Folge. Natürlich wäre das ein Knackpunkt heute gewesen. Und das hätte uns mit Sicherheit einen Push gegeben. Aber wir müssen das Positive daraus ziehen. Wir sind nochmal zurückgekommen, wir haben nicht aufgegeben. Haben nochmal richtig Druck machen können. Und die Berliner sind ja auch nicht irgendwer. Und ich denke, wir haben heute uns ganz anders präsentiert als die letzten Wochen. Und das war für uns ganz wichtig. Und
dass dann das Glück nicht sofort zurückkommt, ist auch klar. Da müssen wir weiter hart arbeiten und dann, denke ich, wird es die nächsten Wochen kommen. Ich glaube, die ganze Mannschaft ist glücklich darüber, dass wir doch einen Weg gefunden haben, auch nach dem zweiten Tor, was Wolfsburg geschossen hat, die drei Punkte hier zu behalten. Und das macht uns dieses Jahr aus. Ich glaube, dass wir auch in kritischen Phasen die Ruhe behalten und als Mannschaft dann doch irgendwie einen Weg finden, Spiele zu gewinnen. Aber ich glaube, es ist richtig angesprochen, nach dem 3-0 sollte das Spiel eigentlich gelaufen sein. Die Eisbären damit im Jahr 2018 zu Hause weiter ungeschlagen und der Tabellenvierte Wolfsburg muss sich nach dieser Niederlage tatsächlich nach unten orientieren und sogar noch mit Platz 12 auseinandersetzen.